Kirschbaum, Kirschbaum. Der erste Kirschbaum. Hast du schon etwas gefunden, was wir anschauen können? Suppe? Ein wunderschöner Morgen. Doch was hängt hier? In unserem Zimmer? Von dem Orvan? Der Dachs ist uns gefolgt. Schmerz der Schokolade. Es hat ein paar recht schöne alte Häuser. Aber überall die Fensterläden zu. Und ziemlich leer eigentlich. Kaiserwetter. Da vorne, das Hündchen da vorne heißt Galaxie. Dieses hier. Auch interessant, hier gibt es nur Männer und Frauen. Was einem nicht sofort auffällt, sind die Hinkelsteine. Es gibt die hier auch. Aber praktisch sieht es dann so aus. Ziemlich lange Stadtmauer. Hundstrümmel. Oh ja. Ja, Modegeschäfte hat es ja. Aber keine Landi und keinen Brico. Es scheint Nebensaison zu sein. Die einzigen, die das sind die Vögel. Eine Kindergruppe-Ecke. Halt lässt leider gleich neben dem Beichtschulstuhl. Die Brocantes sind Gott sei Dank zu am Dienstag, aber hier hat es einen extrem netten Zebraspiegel. Hm? Sieht man das? Bambus. No, chien. No. Komm. Wieder eine Zedern. Das Land der Zedern. Kirche. Eglise. Brocant. Un autre Brocant. Das Hotel, in das man geht, wenn man gut essen möchte und keine kleinen Kinder dabei hat. Vézelay, trotz Nebensaison nicht ganz so ruhig.
alles ein bisschen verlottert. Das ist interessant, Madeleine, vielleicht ein Kloster. Direkt gegenüber der Kirche zu verkaufen. Gibt sehr netten Innenhof. Also das Dorf ist Saint-Pierre, durch das sind wir gekommen. Das ist ziemlich hübsch, mit einer kleinen Steinbrücke. Und dann hier hinten oben, fast am Plateau, ist ein unglaublich schönes kleines Dörfchen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ah, hier haben wir es. Das ist eben Saint-Pierre. Und dann geht es hier auf die Straße nach Fontaine. Text. Hier ist im Vézelay und da drüben dann der Mauerraum, der sich nach Süden zieht. Nice Granit. Also das ist das Café Terrasse. Dieses nette Haus da hinten ist zu verkaufen. Interessante Fensterläden, die es sonst eigentlich nur innen hat. Saint-Pierre. Pierre. Alte Bäume, fette Wiesen, ab und zu ein paar Rinder. Le Château de Bazoches. Nächste Station. Petit Olli. L'Orchidee. Knabenkraut. Ein paar Hunden laufen hier rum. Und es hat wieder die obligatorische Libanon-Zeder. Recht viel Aussicht. Allee, Obstgarten. Sänfte. Eine Marschallsänfte. Die von zwei Maultieren getragen wurde. Obligatorischer Leberfleck. Noch ein paar Anekdoten aus dem Leben.
Das Pferd wurde nicht in den Salon mitgenommen, aber gebadet. Ah, das war wohl der Dreh der Biografie. Und hier sieht man den Marschall am Computer sitzen. Ein fünfeckiger Innenhof. So, eine Quizfrage. Warum ist die Stiege nach rechts gewunden? Damit die Angreifer, die das Schwert in der rechten Hand halten, nicht ausholen können. Und von oben kann man mit dem Schwert so runterschlagen. Ah, in der Salon im Turm. Das ist ein Marschall. Tapestry, Ancestry. Chinoiserie. Der Marschall, der hier gelebt hat, hat eben die Festungen für Ludwig den 14. entworfen, die dann meistens nicht zum Einsatz kamen. Das ist ein Modell von so einer. Recht beeindruckend. Ganz nettes Detail sind diese nicht nur runzigen Soldätchen, sondern auch diese runzigen Fensterchen. Also falsche Steinquader. Salle du manger. Zwei Arten von Terrakotta. Bad Chamber, certainement, very exciting. Juna legt schon die Hand auf. Ein Marienkäfer. Ludwig der 14., genau. Recht fette Wand hier. Und das Beste kommt jetzt, nämlich ein fettes Segelschiff. Bescheidene Kammer war das Büro des Marschalls. Mit einem Spiegel dahinter, so konnte er sich jederzeit selber anschauen und eben die Füße wärmen. Recht wichtig, jetzt ist er hinter Gitter. Der Geist. Smarte Glasscheibe. Zumindest gegen Vögel, nicht unbedingt gegen Moskitos, aber die hat sie wahrscheinlich eh nie. Mit Fernrohr, um das Wild zu beobachten, was es denn so macht. Und einen kleinen Sammelkasten für Käferchen. Interessante Kiesel. Direkt hier wahrscheinlich. Große Menschen haben große Probleme, aber sie haben auch die Probleme von kleinen Menschen. Oh la la. Der Dachs war hier, der Dachs war hier. Das ist der Zapfen von der Libanon-Zeder. Wir werden versuchen, dann ein paar Samen daraus zu kitzeln und den nachzuzüchten. Passt relativ gut noch in unseren Garten, würde ich sagen.